Hallo auf meinem Ingenieurskanal. Georg Restle, Monitor, kennen Sie doch sicher aus dem öffentlichen Rechtlichen, aus dem Qualitätsmedien. Für mich, Sie sehen das, ich zeige Ihnen, er ist Putin-Versteher, weil er liefert Argumente, die so nicht gehen. Wenn Sie das interessiert, dann hören Sie mir einfach weiter zu. Die Tagesschau ist ja ein Qualitätsmedium. Kleiner Hinweis, Qualität ist Teil des Produktes, als wenn Sie als Ingenieur gehen. Auch Hundescheiße hat seine Qualität, ist braun, stinkt und ist giftig. Und hier sehen Sie einen Herrn Restle. Der ist, naja, jetzt hätte ich beinahe was gesagt. Fangen wir an. Wer ist Georg Restle? Georg Restle ist geboren 65, Fernsehmoderatorin, Politmagazin Monitor seit 2012 im Fernsehprogramm Das Erste. Okay, und dann gucken wir uns das mal an. Achtung, und jetzt haben wir hier einen anderen Tab. Und was hat er im Jahre 2014 oder 2015 tatsächlich in der Tagesschau gesagt? Das ist unfassbar. Er hat Behauptungen aufgestellt, die heutige Regierung angreifen und ad absurdum stellen. Im Prinzip hat er gesagt, naja, Sie werden sehen, dass die heutige Regierung Mörder unterstützt. Sehen Sie selbst. Aber das kann nicht sein. Restle muss weg. Meine Meinung. Achtung. Also hier sehen Sie, das ARD ist, das ist Tagesschau-Kommentar und das, den hat Herr Restle gegeben. Schauen Sie selbst. Ein unfassbarer Zustand. Auch das ukrainische Militär terrorisiert die Zivilbevölkerung. Es trägt den Krieg mit Artilleriefeuer in Wohn- und Schlafzimmer. Es nimmt kaum Rücksicht auf die Not der Menschen und auf deren Leben offenbar noch weniger. Aha. Dies kann, dies darf Europa nicht dulden. So wie Moskau mitverantwortlich ist für eine Soldateska, die Unschuldige entführt, foltert und mordet, so tragen Europas Regierungen Mitverantwortung für das rücksichtslose Töten einer Regierung, der sie selbst zur Macht verholfen haben. Deshalb braucht es jetzt eine klare Botschaft an die Machthaber in Kiew. Der Terror gegen die Zivilbevölkerung muss beendet, der Artilleriebeschuss von Wohngebieten sofort eingestellt werden. Wenn nicht, macht sich Europa mitschuldig. Dann sind die getöteten Zivilisten im Häuserkampf von Donetsk oder Luhansk auch unsere Toten. Und wir beginnen den Nachrichtenblock mit einer... Sie haben es gesehen, ein unfassbarer Zustand. Herr Restle hat gesagt, dass im Luhansk und so weiter in der Ostukraine, das ist der russische Teil, die Ukraine ist aus zwei Teilen, der größte Teil ist ukrainisch und der östliche Teil ist russisch sprechend, da würden Leute durch das eigene Militär beschossen. Und das geht, das ist natürlich gelogen. Wie wenn wir unserer deutschen heutigen Bundesregierung folgen, denn das stimmt ja gar nicht. Und die EU macht sich, und die Westen macht sich mitschuldig, hat er gesagt. Restle muss weg, weil das ist ja alles gelogen, was er gesagt hat. 2014 oder 2015. Von dieser Seite denken Sie mal drüber nach. In diesem Sinne, euer Ingenieurskanal Restle muss unbedingt weg. Für mein Dafürhalten ist er untragbar für die einheitliche Meinung des ersten deutschen Qualitätsmediums Rundfunksenders. Denn dann hätte ja irgendwie Putin dann doch recht und das geht gar nicht. In diesem Sinne, ciao.